Vor 20 Jahren fand der erste Schwimmmarathon statt. Für die Jubiläumsausgabe haben sich die Veranstalter was Besonderes einfallen lassen. Zum Jubiläum haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen und werden in diesem Jahr zum ersten Mal das Teamschwimmen organisieren. Es soll eine Veranstaltung sein für Vereine, Betriebsmannschaften, Clubs, gleichgesinnte Freundeskreise, die in Viererteams in Staffelform an diesem Schwimmmarathon teilnehmen. Wir haben für sie bestimmte Zeiten reserviert und sie sollen schwimmen und sollen natürlich auch, weil insgesamt der Schwimmmarathon sich ja für die neue Armut einsetzt, dazu beitragen und sollen letztendlich auch Sponsorengelder in Höhe von 250 Euro mitbringen. 1,5 Millionen Bahnen sind seit der ersten Auflage geschwommen worden. Insgesamt wurden rund 680.000 Euro verteilt. Sponsoren, Spendentelefon und für jeden geschwommenen Kilometer zahlen die Lions Clubs 20 Cent aus ihrer Kasse. Die Lions Clubs bemühen sich natürlich, dieses Geld über bestimmte Kanäle natürlich einzunehmen und sind natürlich auch dabei, selber zu spenden. Aber wie viel sie zahlen müssen, das wissen sie erst, wenn feststeht, wie viele Bahnen geschwommen worden sind. Am 28. Januar geht es wieder los, ab 6 Uhr morgens bis in den Abend.